Also riesen viel Platz habt ihr hier. Was ich auch ganz schön finde, du hast unten nochmal ein separates Staufach. Innen drin seht ihr es natürlich mit der Beleuchtung und. Das ist nicht ganz so flüssig, wie man es jetzt. Seht ihr es? Die Schildererkennung ist auch immer ganz gut, die ist auch serienmäßig dabei. Die seht ihr auch hier nochmal da. 129 in Richtung Remscheid. Seht ihr es jetzt hier? Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf zwei Kanal. Weißt du, was Video ist? Hinter mir seht ihr es? Ein VW ID.Bus voll elektrisch. Ja, das ist so ein Highlight, weil normalerweise waren die ganzen Busvarianten immer so auf Verbrennerplattformen hergestellt worden. Oder umgebaut worden. Und ja, liebe Grüße an Sebastian von Autohaus von Keitz. Der hat mir zur Verfügung gestellt. Der hat gesagt, hey Sascha, willst du nicht mal was Abgefahrenes fahren, was es so noch kaum gibt eben halt. Seit November steht er mit den Händlern und ja, die Nachfrage ist riesig. Und ich dachte mir, ja klar, sowas ganz Neues fahren wir einfach mal. So einen Bus bin ich noch nie gefahren und gucken uns dann einfach mal an, wie der fährt. Und wer länger dabei ist, weiß genau, ich habe einen Tesla Model 3 Performance. Und ja, ich bin mal gespannt, wie der sich so schlägt. Verbrauch werden wir gucken, Fahrkomfort werden wir gucken, Geschwindigkeit, Platzangebot und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde einfach nur sagen, los geht's. Dann gehen wir nochmal um den Wagen rum. Also vorne könnt ihr es nochmal sehen. Typisch VW, riesengroßes VW-Logo habt ihr hier noch. Also LED-Scheinwerfer, dann habt ihr noch so ein, das Band kennt ihr eben halt, so ein Lichtband, was zusammen ist. Und von vorne sieht er schon sehr bullig aus. Was man jetzt auch schon ein bisschen erahnen kann, die Windschutzscheibe geht so ein bisschen schräg nach vorne. Das heißt, wenn du drin sitzt, so ein bisschen abschätzen, wie weit es nach vorne geht, das ist ein bisschen nicht so ganz einfach, die Übersichtlichkeit. Schaut euch das mal an. Ich finde, er sieht schon sehr sportlich aus. Und könnt auch noch mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Das sind jetzt 20 Zoll Winterreifen drauf. Gibt auch bis zu 21 Zoll, kann man konfigurieren. Aber so gehen wir noch mal rum. Die Scheiben sind abgedunkelt. Da, was ich gelesen hatte, du kannst die leider nicht runter machen. Also das ist ein bisschen schade. Aber wir gehen noch mal zurück. Ja, hinten ist es auch mit LED-Beleuchtung. Könnt ihr mal gucken, wer auf euch wirkt, der Wagen. Auf jeden Fall ist mal was anderes. Die Leute gucken schon, wenn man so unterwegs ist. Also der hat jetzt 204 PS und 310 Newtonmeter. Soll 0 bis 100 10,2 Sekunden brauchen. Dann gehen wir mal auf. Achso, von außen wollte ich euch nochmal sagen, das ist Candy Weiß und Starlight Blue. Zweigeteilte Farben, falls euch dafür interessiert. Und dann schauen wir uns mal jetzt von innen drin an. Die ganzen Materialien und so. Die Sitze. Ist auch alles mal mit dem Umweltgedanken. Manche von den recycelten Sachen sind das hergestellt worden. Das ist auch nochmal. Und ihr habt hier super viele Abstellmöglichkeiten und elektrische Sitze eben halt. Und hier schaut das mal, das ist ein bisschen Holzoptik hier und das ist ein bisschen Hartplastik. Da habt ihr noch Ablagemöglichkeiten, dann habt ihr hier zwei verschiedene in den Türen. Da habt ihr noch USB-C-Lademöglichkeiten, dann habt ihr unten noch Ablagemöglichkeiten. Hier oben habt ihr noch ein bisschen die Armlehne, könnt euch so ein Polster habt ihr da drauf. Da, was ich ganz witzig fand, da oben, seht ihr das hier, da habt ihr sogar auch so Lademöglichkeit. Schaut mal, wenn man Navi hinhängt, das ist ja meistens so, dass man da sonst immer das Kabel runterbaumeln hat zum Zigarettenanzünder, aber das entfällt damit. Und so könnt ihr es nochmal sehen, auch elektrische Sitze eben halt. Habt ihr das ID-Logo noch hier drin, dass ihr das da auch vielleicht noch ein bisschen besser. Und so sieht es nach hinten aus. Also richtig viel Platz, wenn ich hier gleich drin sitze, seht ihr das. Zum Ablagemöglichkeiten, das ist jetzt das Handschuhfach. Dann habt ihr hier, so, habt ihr auch nochmal Getränkehalter. Dann könnt ihr die Türen da aufmachen, das sind die elektrischen Türen, die muss man dazu bestellen. Dann habt ihr hier noch eine Möglichkeit, Fach habt ihr noch hier drin. Dann habt ihr oben, das fand ich ganz witzig, einmal der Becher ist dabei. Das ist hier variabel, das kann man rausmachen. Und hier ist zum Beispiel Flaschenöffner da drin. Eiskratzer ist das. Das ist echt so, wo man so an manchen Sachen so denkt. Das finde ich ganz witzig. Und man kann auch hier mit dem Hebel, kann man die komplette Box rausnehmen. Das könnte man auch noch machen. So, gehen wir mal nach hinten. Wenn man jetzt hier mal drauf drückt, das sind die elektrischen Türen. Seht ihr das hier? Man kann hier unten, gibt es auch noch die Möglichkeit, die Sitzbank zu verschieben. Das kann man auch machen. Hier habt ihr noch so Haltegriffe hier. So, und wir müssen jetzt hier mal reinsetzen. Also, ihr habt hier echt eine Menge Platz. Ihr seht das mal meinen. Ich bin 1,83 groß. So könnt ihr ja sehen. Und hier oben, ja, du hast hier echt so eine Menge Kopffreiheit. Das ist der Hammer. Das ist echt schon cool. Dann habt ihr quasi unter den Knopf hier. Also, ihr kennt das ja vom Flugzeug hier. Habt ihr noch eine Ablagemöglichkeit. Hier habt ihr noch ein bisschen. Da habt ihr auch noch ein Fach hier unten. Das könnt ihr noch rausnehmen. Aber es macht einen sehr guten Eindruck. Ihr könnt es auch noch mal sehen von hier vorne. Also, riesen viel Platz habt ihr hier. Dann drückt ihr mal hier dann. Dann geht das zu. Was ich auch ganz schön finde, du hast unten nochmal ein separates Staufach. Habt ihr nochmal, da könnt ihr noch was reinlegen. Hier habe ich ja meine Klamotten drin. Und wenn man das jetzt so nach vorne schiebt, dann habt ihr jetzt hier, zack, da kann nichts verrutschen, wenn ihr mal einkaufen wart und so. Das fand ich auch ganz praktisch. Literraum, Volumen 1100 meine ich. Wenn ihr die Sitze noch umklappt, waren es knapp über 2000 Liter. Und es gibt auch noch den VW ID.Bus als Cargo-Variante. Da habt ihr 3900 Liter Innenraumvolumen. Und das ist echt schon riesig. Das ist der Cargo hier, den wollte ich auch nochmal zeigen, mit dem riesen Laderaum. Und das ist hier die People-Variante, die ich quasi gefahren bin. Das ist eine andere Ausstattung. Innen drin seht ihr es natürlich mit der Beleuchtung und schon ganz gut.
Und dann kommt auch noch hier also noch ein Modell raus mit der anderen Sitzreihe. Und zeige euch jetzt hier nochmal. Das ist jetzt hier der Cargo. Jetzt zeige ich euch mal hier den Laderaum. Seht ihr das hier? Das sind diese fast 4000 Liter. Ja, und dann hast du hier unten auch nochmal so ein Fach. Da kannst du auch noch was reinstupsen. Könnt ihr mal sagen. Ihr sagt, ne, Elektrowagen für einen Handwerker. Passt das? Passt das nicht? Aber das wäre die andere Variante. VW ID Bus in Orange. Ich gucke nochmal vorne, was draufsteht. Achso, ich dachte, hier steht noch die Farbe drauf. Ich habe ja dann zwei elektrische Türen auf beiden Seiten eben halt. Die könnt ihr auch von der Fernbedienung her vom Schlüssel öffnen. Also so sieht der Schlüssel aus hier. Seht ihr das? Das könnt ihr auch nochmal öffnen. Dann seht ihr das auch, wenn ich mich jetzt reinsitze. Ihr habt auch diese Sitzmemory, quasi diese Funktion, Einstieghilfe und so. So, und jetzt seht ihr das auch nochmal. Kommen wir zum Thema Verbrauch. Es soll so bei 20 bis 21 Kilowattstunden liegen. Sagt er mir, 92% habe ich drin. Ich kann 280 Kilometer fahren. Aber wir haben auch heute 1 Grad. Heute Morgen hatten wir minus 3 bei uns in Frönnberg. Dann zeige ich mal hier, was mir aufgefallen ist beim Fahren. Ihr habt hier Tasten, die sind so mit Touch, eben halt irgendwie so halb Touch. Und wenn man drauf drückt, man hat so einen Druckpunkt und irgendwie vibriert das, so ein Vibrationsmotor, dass das noch so unterstützt, damit du weißt, dass du drauf gedrückt. Das finde ich schon nicht schlecht, aber es ist ein bisschen ungewohnt mit diesen Unterstützungen eben halt, wenn man es nicht kennt. Ja, und das hier oben zeige ich euch auch nochmal. Das ist jetzt hier, wenn ihr jetzt den Wahlhebel hast, du jetzt hier, dann kannst du so drehen. Und jetzt seht ihr das hier, wenn ich jetzt nach vorne mache, ist jetzt D, dann kann man quasi fahren. Oder das ist der Segelmodus. Und wenn ihr nochmal so dreht, dann habt ihr den B-Modus zum Rekuperieren. Das ist dann einfach hier, man muss nur so drehen eben halt. Wenn man jetzt so zurück macht, geht dann hier die Rückkamera an. Ja, die Qualität ist jetzt nicht so auf BMW-Niveau, finde ich jetzt hier. Oder am Tesla sieht es auch besser aus. Aber ist okay. Ich weiß nicht, ob man hier vorne auch nochmal gucken kann. Das ist der Einpacken-Modus. Und dann schauen wir nochmal. Ihr seht, das ist 36,3 Kilowattstunden abladen. Also ich bin jetzt erst nur, ich glaube, 10 Kilometer gefahren. Wenn ihr jetzt hier den View-Modus, also hier ist das Lenkrad ja, View, dann kann man hier quasi die Ansicht nochmal ein bisschen ändern. Ja, das ist dann immer so. Mehr kannst du jetzt nicht machen. Und hier kann man ganz normal Abstandstempomat kann man einstellen hier. Set, Reset und so. Hauptschalter aktivieren, View. Und zeige euch nochmal kurz das Navi. So sieht das Navi aus. Was mit meinem Navi aufgefallen ist gerade. Ich habe die Routenplanung schon genommen. Hier ist nochmal die Übersicht. Könnt ihr nochmal laden, ist vielleicht wieder ganz interessant. Also ich hätte gerade die Navigation an, der hat auch sofort angezeigt, wo ich dann laden kann. Ladeorte, könnt ihr nochmal gucken. Und da kann man eigene Ladeorte noch speichern. Fahrzeug nochmal gucken. Status, das ist auch nochmal Verbrauch. 11 Kilometer bin ich jetzt gefahren nur. Hier ist auch nochmal Lichtspiegel. Aber ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, die Navigation. Und das fand ich ein bisschen schade. Das ist nicht ganz so flüssig, wie man es jetzt... Seht ihr es? Also klar, sind jetzt viele Online-Verkehrsdaten noch mit drin, aber... Ich finde das jetzt nicht so super gut. Wenn man jetzt überlegt, der fängt bei 65.000 Euro an. Der hier kostet knapp über 80, also 82.000, 83.000. Ich blende euch ja nochmal alles ein, die Ausstattung von dem Wagen. Und da könnt ihr euch noch gerne mal drunter schreiben, kommentieren, wenn ihr Fragen zu habt. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Klang, Ambiente kann man auch nochmal gucken hier. Die Farben kann man einsetzen. Das fand ich auch ganz witzig, wenn man jetzt hier schaut. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also hier diese... Da ist so eine Licht-LED-Leiste drin, blinkt dann immer so. Ich guck mal, ob die aktiviert wird. Das meint diese Leiste und die geht eigentlich ganz rum. Manchmal ist sie blau, manchmal ist sie... Einen Augenblick bitte. Sie können Radio und Medien, Navigation, Telefon und Klimatisierung per Sprache bedienen. Das war auf jeden Fall ganz interessant hier. Könnt ihr noch verschiedene Farben einstellen, das kennt ihr auch. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal eine Runde und dann schilde ich euch erstmal meinen Eindruck vom Fahren. Das ist so die Routennavigation, die Darstellung eben halt. Hier seht ihr noch, was alles auf der Route vorhanden ist. Also ganz normal Tankstelle, Essen, Stau haben wir auch. Das zeigt da sofort an. Die Schildererkennung ist auch immer ganz gut. Die ist auch serienmäßig dabei. Die seht ihr auch hier nochmal da. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal los. Und was ich noch hier zeigen wollte, hier habt ihr auch nochmal so Lademöglichkeit. Ihr könnt auch das Handy hier reinlegen, induktives Laden und so. Das habt ihr auch nochmal hier drin. Aber was ein bisschen ungewohnt ist, wie gesagt, die Auflösung ist jetzt nicht so gut. Und die Rundumsicht, also man weiß es nicht, wie weit es nach vorne geht und hinten geht. Also eine 360-Grad-Kamera wäre vielleicht ganz cool. Ja, die Qualität von Kamera ist echt nicht so gut. Also Fahreindruck, wenn ich euch das jetzt mal so sagen darf, das ist sehr bequem. Das Fahrwerk schluckt auch schon viel weg. Aber es ist jetzt nicht so, wo man denkt, das ist jetzt so ein weicher T-Bus eben halt, wo du so ein bisschen rumwankst und das ist echt so, ja, wie so bei den USA-Karren, sagt man ja immer so. Du merkst schon, die Huckel merkst du schon auf dieser Straße jetzt hier, die ist ein bisschen schlechter, nicht ganz so schlecht, aber die Huckel merkst du schon. Und dann ist es immer die Sache, ob man das haben möchte oder nicht. Aber so, hier oben die Arme, das
Armpolster und so ist auch ganz gut. Aber fährt sich sehr bequem. Und von der Leistung her, ja klar, 10,2 Sekunden von 0 bis 100 ist das nicht viel. Auch 204 PS ist nicht viel. Weil ihr müsst überlegen, das sind hier 2,5 Tonnen fast. Und dafür macht das eigentlich ganz gut, finde ich so. Also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt zu langsam oder ich komme nicht vom Fleck oder so. Und was ich hier gerade noch gesehen habe, diese Tasten hier, also man kann nicht nur drauf drücken, das hier geht das runter, sondern man könnte zum Beispiel auch hier so swipen, sehen Sie? Ach, sehen Sie? So, seht ihr? Kann man so rüber swipen, wenn man drauf drückt, dann kriegt man diese Vibration, aber man könnte auch so machen, nur, ja. Das gleiche ist das hier auch, wenn ihr dann diese touch-sensitiven Tasten eben halt, weil wenn ihr die nur berührt hier, dann kommt sofort das Menü. Muss man gar nicht drauf drücken. Ist schon ganz cool. Aber so ein Drehregler ist immer noch, finde ich, schneller, einfacher zu finden. Und weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur Gewohnheitssache, dass man das jetzt hier so einfach mal drehen. So muss ich jetzt hier machen. Und dann swipe so hoch runter hier. Naja, das ist die neue Technik. Klar, auf der Autobahn mit 145 km/h Maximalgeschwindigkeit ist schon ein bisschen wenig. Aber was soll auch so ein VW ID.Buzz hier mit 300, 400 PS oder so? Das passt ja dann irgendwie nicht. Aber du schaust schon, dass die Leute gucken und denken auch so, was ist das denn? Kenn ich gar nicht. Das merkst du schon. Und ich fahre die ganze Zeit hier im Rekuperationsmodus, im B-Modus. Bitte an der Ampel links abbiegen in Richtung Solingen. Und das finde ich sehr bequem, sehr angenehm, dieses One-Pedal-Feeling. Das mag ich ja, kenne ich auch vom Tesla ganz gut. Bloß was man jetzt hier noch merkt mit dem Rekuperieren, das ist beim Tesla viel stärker. Ja, das ist so, wenn du so vom Gaspedal beim Tesla gehst, der Schluck, der bremst nachher mehr weg. Das dauert hier ein bisschen länger, bis zum Stillstand kommst. Das finde ich beim Tesla ein bisschen besser. Was ich euch da noch zeigen wollte, ist hier, seht ihr das in der Tür? Habt ihr noch so Kleinigkeiten, so ein Smiley drin in der Tür? Und ja, die ganzen Ablagemöglichkeiten und... Das ist schon ein bisschen durchdacht alles. Ja, von den Materialien hatten viele gesagt, ist jetzt nicht so hochwertig dafür, dass der ja schon nicht günstig ist, der Wagen. Aber man muss ja schauen. Es gibt auch noch eine Variante, das ist jetzt es gibt diese People-Ausstattung und diese Cargo-Ausstattung, das ist dieses Lieferwagen eben halt, den es einmalig gibt auf Elektrobasis. Und dann gibt es hier noch diesen mit einer weiteren Sitzbank hinten. Das gibt es dann auch noch. Ich glaube, nächstes Jahr zu bestellen. Genau, ich gucke jetzt gerade mal drauf auf dem Navi. Also oben rechts siehst du dann, 15:28 kommen wir an in 7,5 Kilometer. Was natürlich hier viel besser ist, was mir immer auffällt, ist die Schildererkennung. Ja, die hat sofort geklappt. Das klappt aber Tesla nicht immer so gut. Ansonsten könnt ihr auch gerne noch mal reinschreiben, was ihr gerne noch sehen möchtet. VW ID.3, ID.4, ID.5. Auch die GTX-Varianten mit 300 PS. Die könnte ich noch filmen. Dann Skoda Enyaq könnte ich noch filmen. Ich werde gleich noch den Kia EV6 filmen, da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Also wie gesagt, wenn ihr da irgendwie noch Wünsche habt, was ihr gerne mal sehen möchtet oder was ihr überhaupt sehen und was ich testen soll. Weil irgendwie denke ich mir die ganze Zeit, so normale Testvideos und so gibt es schon zuhauf im Internet. Man muss ja irgendwie ein bisschen was anderes machen. Aber könnt ihr noch runterschreiben. Und was ich noch gesehen habe, seht ihr das, diesen Zeiger unten in grün und blau? Und das ist der Rekuperationsstatus und Gleitstatus quasi. Jetzt bin ich auf dem B, seht ihr das rechts? Und wenn ich jetzt vom Gas gehe, seht ihr das? Dann zeigt er so, wie viel er rekuperiert und wenn ich dann beschleunige, wie viel Energie dann drauf geht. Ja, das ist auch ganz interessant. Von den Geräuschen her ist das auch nicht so laut, wenn ich gerade Autobahn gefahren bin, über 100. Was ich auch ganz gut finde, natürlich ist dieses kleine Display, ist jetzt nicht viel, was du hier drauf siehst. Aber das Wichtigste siehst du ja drauf, also noch das große Display hier. Fahren her gefällt er mir ganz gut. Für Familien da draußen oder Leute, die Platz brauchen, vielleicht mit der Cargo-Variante. Vielleicht passt das ja für euch da draußen. Wie gesagt, fast 4000 Liter bei der Cargo-Variante. Könnt ihr hinten reinpacken, elektrisch dann. Schon schauen, wie weit ihr dann immer fahren müsst. Das ist bei Handwerkern natürlich immer was anderes. Wenn du nachher nicht zum Kunden kannst, weil du laden musst. Und Zeit ist Geld, wisst ihr ja. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die in der Nähe, die ihre Kunden haben. Da wird das vielleicht ausreichen. Vom Lenkrad ist nicht ganz zackig, also ganz spitz, aber man muss ja auch gucken, wo man vergleicht her halt. Aber 2,5 Tonnen im Winter mit der Reichweite müsste man 100 Kilometer ungefähr abziehen. Wobei ja VW auch, glaube ich, gesagt hat, in der Stadt, wenn ihr nur in der Stadt fahrt, dann solltet ihr aber Richtung 500 Kilometer sogar fahren können. Genau, Preis, wie gesagt, ab 65.000 Euro geht da los. Und der liegt jetzt hier bei knapp 83.000. Knapp 3.000 Euro kriegst du Umweltbonus nochmal dazu. Da habt ihr da auch schon mal so eine Richtung. 429 in Richtung.
weiter. Dann seht ihr das jetzt hier? Das ist quasi dieser lange LED-Streifen, weil wir rechts abbiegen, hat dann nach rechts zweimal geblinkt sozusagen. Ja, aber dafür, wie gesagt, fühlt sich ja sehr gut an. Das Raumgefühl ist riesig. Also ich komme mir vor wie ein Zwerg hier drin. Und ich glaube, für Familien, die viel Platz brauchen, ist das, glaube ich, eine gute Alternative, wenn man dann auf den Elektrobus umsteigen möchte. So, würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz ums Auto rum. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr unten in den Kommentaren schreibt, wie euch der Wagen gefällt. Oder ob ihr sagt, nee, also ich habe ja schon viele andere so gelesen auf anderen Kanälen, die geschrieben haben, für den Preis über 80.000, 300 Kilometer Reichweite nur, geht das gar nicht, könnt ihr gerne behalten. Das hatte ich gerade noch gelesen. Vielleicht seid ihr derselben Meinung oder sagt ihr, nee, das ist genau das Richtige. Ich möchte gerne so ein Busgefühl haben und ja, auf Elektro umsteigen. Dann wäre es vielleicht richtig für euch. So Leute, sind wir wieder bei VW. Hinten seht ihr das Auto aus von Keiz. Also Sebastian hier. Und ich zeige euch jetzt den Wagen nochmal. So sieht er nochmal aus. Seht ihr nochmal die Rückleuchten? Ich kann nochmal gucken, ob ich den gleich mal anmache. Ich habe ja den Schlüssel hier. Ich mache mal, seht ihr das hinten? Das sind die Blinker eben halt. Spiegelklappen an. Und vielleicht kann man auch mal so drumherum gehen. So, wenn wir jetzt mal schauen. So sieht er von vorne aus. Dann mache ich euch nochmal mit dem Licht. Das zeige ich euch auch nochmal. So sieht es aus. Ja. Jo, war ganz schick. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Wagen sagt. Sagt ihr, nee, sowas kommt mir nicht in die Tüte. So ein Wagen, so ein Adi-Bast. Oder sagt ihr, nee, das ist genau das Richtige. Macht ihm schon mal eine Probefahrt aus. Das soll es gewesen. Lasst einen Daumen oben da. Bis die Tage haut rein. Ciao.